könnte besser was Gutes sein, so schwer wie die zu öffnen ist. Ja. Perfekt. Ja, natürlich. Ich frage mich persönlich, wie er da hochgekommen ist. Aber wer bin ich, der hier Fragen stellt? So, welche sind jetzt die guten? Er ist natürlich mega belastend, der ist da hochgeklettert und ich bin... Cool. Muss ich nochmal gucken. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, welche die guten Bandagen hier sind. Hier. Zwei habe ich noch. Reden. Also. Schimmelt. Das. Tu mir nicht weh. Ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler. Hm? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer. Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat mal Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich hab das nicht erwähnt. Komm schon! Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet, was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Vielleicht. Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst. Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Ja, das finde ich. Schön, dass wieder die Synchro ausgestiegen ist. Ja, ja, Hakon. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square, abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Ich könnte hier reingehen in der Nacht. Auch tagsüber hier reingehen. Bin ich übelst weit weggekommen von... von der Mühle. Du sollst sie öffnen und dich hochheben.
Wenn du sie öffnest, dann bist du ein Arschloch. Leute, hier drüben! Komm und hol's dir! Komm schon, du Depp! Na, wie gefall ich dir jetzt, du hier, Bastard? Bitte sehr! Hauptsache, den hat's erstmal entschärft, so. Nimm das, du Bastard! Alter! Los geht's! Sind wieder ganz schnell low? Nimm das! Das sieht aus wie Hubert! Wo sind die anderen beiden, die ich da weggeknüppelt habe? Die lassen dann einfach so ein Täschchen fallen oder was? Oh, wow. Oh, ist das schon wieder so dunkel. Oh, da könnte man eigentlich nochmal da zurück und da rein, ne? Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Wir machen jetzt erstmal schnell die Mühle. Ich muss ja mal ehrlich sagen, dafür, dass die ja hier die Straßen klar machen, ist aber relativ viel los, ne? Auf den Straßen noch. Oh, was ist denn das für ein Riesenvieh? Was denn hier losen? Scheiße. Ah ja. Oh, hier wieder nicht hoch? Doch. Das ist ja unbelohnt. Oh, also, ich kann mich noch an die in Dying Lights 1 so ungefähr erinnern. Das ist sogar noch eine andere Mühle, wo ich vorhin... Bei der war ich gar nicht. Ich war bei einer anderen Mühle vorhin. War laut. Ne? Komm ich hier ran. Oh, ja, schön daneben gesprungen. Okay. Scheinbar bin ich ein bisschen zu dämlich, da ranzuspringen. Ich
ganz schön knapp. Lass doch nicht zu lange warten, ne? Ich bin gespannt, wann meine Freundin nach Hause kommt. Die hat eine Spätschicht heute. Bis 18 Uhr. Gucken, ob sie eher wegkommt. Die Leute auch immer anrufen müssen, wenn ich zocken will. Windrad niederlassen. Jetzt, da der Strom wieder geht. Hemmstoffbehälter erkannt. Die Aktivierung ist eine wirklich große Hilfe für die Gemeinschaft, Aiden. Vielen Dank. Ein Ding. Doch gern gemacht. Junge, ich hab dich auf das Ding klettern sehen. Du bewegst dich gut, Mann. Sieh dir meine Waren an. Ich sehe mir deine Waren an. Ich sehe mir deine Waren. 34. 1200. Das Fußballschuhe? Klingt immer so, als wären das übelst die krassen Werte, ne? Das sind immer nur so 3% und so. Mal eingekauft. Warum macht denn jetzt eigentlich 39 Schaden? Der hat doch vorher nicht so viel Schaden gemacht. Wird. Yeah. Ist jetzt schon Nacht, ne? Ich da rein? Dann machen wir erstmal die. Und noch die. Es ist 11 Jahre her, dass der Chemieangriff fast alles in der Stadt getötet hat. Ich schwöre, das ist noch immer das Erste, woran ich jeden Morgen nach dem Aufstehen denke. Ich komme eigentlich nirgendwo runter, außer mit diesen schönen. Hemmstoffbehälter erkannt. Oh ne, hier geht's nicht. Wenn uns getötet wird, merken die das kaum. Aber wenn ihr Commander getötet wird, stellen die alles auf den Kopf. Weil es ist ja immer ein Toter, ne? Bei solchen Sachen. So, ich wollte zum Windrad. Ich habe schon wieder verdrängt, dass ich auch so ein infiziertes Mistvieh bin. Halt dich nicht fest. Alles gut.
Genau. Das ist jetzt ungünstig. Oh, das war noch ungünstiger. Ja, das ist vorbei. Daniel ist zu dumm, um von irgendeinem Hausdach zum anderen zu springen. Ja, ja, respawn bitte. Danke. Irgendwo gespawnt, wo noch eine Notiz liegt. Henshi. I'm the cure. Nicht, dass der Commander von jemandem aus dem Bazar getötet wurde. Wer sonst würde ihn tot sehen wollen? Was weiß denn ich? Lucas war nicht sehr erworben. Wir müssen anfangen, das Wasser. Hab ich noch andere? Ah ja, hier. Verhindert Sturzschaden, Schwung bleibt erhalten. Erstmal einen Skillpunkt durch, ne? Führen Sie einen mächtigen Angriff durch, der mehr Schaden verursacht, feindliche Angriffe unterbricht und blockt. Perfekte Parade. Führen Sie einen perfekten Block aus, damit der Gegner längere Zeit taumelt. Lösen Sie einen Zeitlupeneffekt aus, mit dem Sie weitere Folgeaktionen einfach ausführen können. Das ist nice. Zu rationieren. Hätte mir schon vor Wochen machen müssen. Ich hab dich auf dem Radar, Pilger. Mach hier keinen Wirbel, verstanden? Bin ich raus, obwohl hier stand, ich kann hier raus. Entschuldigung? Oh. Dann halt nicht. Ich bin stolz, diese Uniform zu tragen. Oh, die kann voll quatschen. Aber lass mich dir eines sagen. Wenn Aether Lucas Mörder nicht findet, wird ihn Jack Matt höchstpersönlich an seinen Eiern an einen Ast hängen. Ja, Aether hat vom Tod des Commanders ganz schön profitiert. Was willst du damit sagen? Nichts. Außer, dass Aether nur wegen Lucas Tod zum Commander ernannt wurde. Du vermutest, Aether hat was mit Lucas Tod zu tun? Ich vermute, dass Lauschern hier die Ohren langgezogen werden. Mindestens. Oh. Kann ich ja mal melden. Mal gucken, wem dann die Ohren langgezogen werden. Mast. Unhöflich. Richtig unhöflich. Müsste ich ja nur noch hier, ne, ich war ja schon quasi daneben. Was denn, dass ich hier keinen Schreier hier reintrampe? Die sind halt echt belastend. Hier war ich vorhin, ne? Kommt noch was drin? Und geplündert. Gut. Warum steht da einfach einer?
Warum klettert er nicht hier hoch und macht die Scheiße? Warum muss ich das machen? Okay. Muss sie nicht festhalten. Ganz entspannt, einfach abstürzen. Ey. Ach, ich bin auch dumm. Ah! Schräg ranspringen ist halt nicht, ne? Oh. Doch böse ausgehen können. Schon wieder. Arbeiten die eigentlich auch nachts oder warten wir jetzt bis zum Tag? Und die kommen also auch Abend. Cool. Als würde irgendjemand auf Strom verzichten. Sieht übelst aus wie eine Schauspielerin, die ich irgendwie mal gesehen habe. Mega krass. Bester der Branche. Wer denn hier? Aufputschmittel. Feuerfestigkeit. Schiebt kurzzeitig die Grenzen des Körpers und erhöht die maximale Ausdauer. Okay. Kämpferhandschuhe. Ferngesteuertes C4. Ach, seht ihr, ich wollte da eigentlich mal gucken. Das war auch so ein richtiger sinnloser Invest hier, ne? Ich wollte eigentlich mal gucken, wie so eine Mine hergestellt wird. Zwei Stück. Die habe ich ja, nee, die habe ich ja einmal habe ich ganz vergessen, dass ich die einmal verbessert habe. Upsi. Nochmal Quiz. Da, wo ist der denn? Junge. Warum denn da drüben? Sicherlich. Mich verletzt. Mit dem Sprung da, ja, genau. Wo ist denn der Questgeber hier drüben? Ich dachte, das gehört dazu. Ach du heiliger Scheißdreck. Thank you.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich hier unten drunter noch, ein Loot-Spot befindet. Ich wollte eigentlich nur dahin. Eigentlich nur hier rüber. Ich darf nicht trinken, oder was? Hä? Nicht veräppeln? Trinken ist eine tagsüber, oder was? Ach so, jetzt ist leer. Aha. Aha. The fuck? Du flirtest du mit mir, oder was? Nee. Obwohl... nee. Vergiss es. Merkst du, was das Leben mit dir gemacht hat? Schon deine Reaktion auf das Wort Spaß spricht Bände. Unterhaltung? Was ist das? Gitarre spielen, am Lagerfeuer sitzen, bis zum Umfallen picheln. Niemand weiß mehr, wie man Party macht. Die Leute sollen sich mal entspannen. Sonst bringt sie der Stress noch um. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein tolles Spiel erschaffen. Es heißt Ultimate, weil es das Beste ist. Es heißt Fury, weil es so furios ist. Und, warte, es heißt Cricket. Ultimate Fury Cricket. Cricket. Genau. Früher war das mal eine Sportart, wo man einen Ball mit einem Schläger treffen musste. In meinem Spiel haut man stattdessen auf Infizierte. Was ist denn am Kampf gegen die Infizierten so neu? Was so neu ist? Na, dass man Spaß ohne Ende dabei hat. Ist doch super, oder? Nicht immer nur Aufträge, Leute retten, Gebäude säubern. Einfach nur rausgehen und seinen Frust an diesen Wichsern abreagieren. Darum ging's doch immer schon in bestimmten Sportarten, oder? Denk mal an Boxen. Wenn du willst, steig in die Arena und schnapp dir einen Knüppel. Und das Beste, du kannst damit übrigens auch eine richtige Menge Kohle machen. Versprich mir nur eins. Bleib von meinem Bruder Ron weg. Betrügerischer Rüpel. Der erzählt allen, er hätte Ultimate Fury Cricket erfunden. Dabei war ich das. Haben wir ja wieder was gelernt, das, ne? Die können wir jetzt nicht mehr brauchen wir nicht mehr verfolgen. Eigentlich darüber. Will darüber. Eine Kampfherausforderung oder was? Bringen Sie 20 Infizierte aus dem Ring, bevor die Zeit abläuft.